Tag schon irgendeinen Mist? Weißt du noch? Ja, natürlich weiß ich noch. Zum Beispiel, dass du mir definitiv versprochen hast, dass du das Unternehmen im Herbst übernehmen wirst. Dass sich deine Eltern definitiv in den Tessin zurückziehen. Und dass sich deine Mutter definitiv nicht mehr... Was? Warum ich dauernd definitiv sage? Weil ich die Nase voll habe. Weißt du, voll... Marianne! Ja? Marianne, wenn man die Nase voll hat, sollte man nicht so laut reden. Ebenso wenig wie mit vollem Mund. Excuse, Herr Doktor. Warte Moment, Herr Schweizer. Herr Doktor, der Urs treibt mich zum Wahnsinn. Um es genauer zu sagen, in eine Scheidungsklage hinein. Ist denn das nicht ungefähr dasselbe? Ja, sowieso. Darf ich Sie, wenn ich mit ihm fertig bin, mit meinen Problemen belästigen, Herr Doktor? Aber gern, meine Liebe. Gut, Moment. Also, jetzt lass mal. Lass jetzt nicht zu. Ich komme nicht zu dir und zu deiner Mutter ins Hotel. Ich komme auch nicht zum Heiligen. Nein, und das schon überhaupt nicht. Und das ist definitiv so. Es ist aus, 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 Herr Doktor. Jetzt bleibt mir nur noch eine Hoffnung. Ja, na, das ist doch immerhin etwas. Und diese Hoffnung wäre? Diese Hoffnung sind Sie. Ach, da schon, Herr. Ja, kann ich bei Ihnen bleiben? Ja, aber selbstverständlich, Marianne. Allerdings... Allerdings nur, solange Sie nicht definitiv in den Schwarzwald übersiedeln. Darf ich fragen, ob diese Frage noch aktuell ist? Ja, aktuell schon, aber nicht definitiv. Na, kommen Sie mal her, setzen Sie sich her, bitte, und erzählen Sie. Ja, also, mein Problem ist die Schwiegermutter. Ja, das ewige, weltweite Problem schon seit Adam und Eva. Ah, ich wusste gar nicht, dass die Eva eine Schwiegermutter hatte. Die hatte sie auch nicht, aber immerhin, sie war ja die Erfinderin der Schwiegermütter, nicht? Mhm. Denn sie muss ja selbstverständlich etliche Schwiegertöchter gehabt haben, sonst wäre es ja nicht weitergegangen. Aber bitte, das ist alles natürlich nur bildlich gemeint. Also bildlich nützt mir überhaupt nichts. Bitte, Herr Doktor, Sie sind doch auch geschieden. Sie müssen mir doch einen Rat geben können. Ja, Marianne, der einzige Rat, den ich Ihnen geben kann, ist, lassen Sie sich erst scheiden, wenn es gar nicht mehr anders geht. Hm? Ja. Liebt Ihr Mann Sie? Oh, ich glaube schon. Ja. Und Sie lieben ihn auch? Oh ja, das weiß ich sogar ganz genau. Ja. Na, dann darf es doch ein Schwiegermutterproblem überhaupt nicht geben. Außerdem, dieses Problem löst sich ja, bitte, das mag jetzt sehr hart klingen, aber dieses Problem löst sich doch im Laufe der Zeit von selber. Ne? Ja, also, die Mutter vom Urs ist zwar schon über 70, aber ich habe sie stark im Verdacht, sie wird 100. Ja. Ich meine, ich gönne ihr das von Herzen. Ja, das will bravo, ich... bravo, gönnen Sie es ihr, Marianne. Gönnen Sie es ihr, denn glauben Sie mir, alles, was Sie zu Ihrem Glück brauchen, ist der Urs. Der hat dich lieb. Der hat dich gewählt unter allen Frauen der Welt. Und er wird dich lieb haben. Für immer. Nicht nur für heute und morgen. Für ihn wirst du immer ganz schön sein. Für seine Augen wird der Schleier, den die Jahre über dein Gesicht werfen, nicht da sein. Für ihn wirst du immer die sein, die du bist. Die Schönste, die Liebste, die Eine, die Einzige. Oh, Herr Doktor. Jetzt haben Sie mich ganz schön verwirrt, was mir sehr selten passiert. Ja, bitte, das war nicht ich. Das war, wenn auch nur recht unvollständig zitiert, ein gewisser Hugo von Hofmannsthal. Oh, schade, dass das nicht von Ihnen war. Diese Herrn Dichter schummeln nämlich immer ein bisschen. Sie schummeln übrigens auch, Herr Doktor. Wieso, ich schummle? Ja, bei Ihrer Patience. Schon das zweite Mal. Ich sehe es gar... Sie können... Oh, das ist schon wieder der Urs. Was soll ich ihm denn sagen? Tja, na... Sagen Sie, er soll herkommen, sofort, aber ohne die Schwiegermama. Gut, das mache ich. Was? Hallo? Du sollst sofort herkommen, aber ohne die Schwiegermutter. Bitte? Oje. Excuse, einen Moment bitte. Herr Doktor, das ist ja für Sie. Ja, ich komme. Bitte sehr. Dankeschön, Marianne. Bitte. Dankeschön. Hohlmann? Nein! Nein, natürlich freue ich mich. Nein, mein Nein, das war kein Entsetzenschrei, das war ein Jubelruf. Ja, wo steckst du denn? Ach, in eurer Botschaft. Na, ich hoffe, es ist nur privat, wa? Das erzählst du mir alles, wenn du da bist. Wann kannst du denn da sein?
Och, na, ein Botschaftswagen, der schafft das in kürzester Zeit. Gut. Na ja, na, bitte, eine Stunde ist besser als gar nichts. Also, servus inzwischen, Champi. Servus, grüß dich. Marianne! Ja, Herr Doktor? Ah, da sind Sie ja. Sie haben also alles gehört, ja? Ich hätte auch alles gehört, wenn ich draußen gewesen wäre. Sie haben ja so laut gesprochen, als ob es überhaupt keine Drähte zwischen den Anschlüssen gibt. Ja, also mein alter Freund und Kollege Schönberg ist für einen Tag in Wien. Er kommt dann in, aber das wissen Sie auch. Bitte decken Sie für zwei Personen. Ja. Tee, er trinkt nur Tee und dann vielleicht noch, vielleicht ein paar Sandwiches, ja? Womöglich Knäckebrot mit etwas Magerem drauf. Oh je, ist der Herr leidend. Wie kommen Sie denn auf die Idee? Knäckebrot und etwas Mageres. Bitte, excuse, ich gehe ja schon. Gut. Sagen Sie, der Herr wird doch hoffentlich keine Musik machen. Nein, ganz bestimmt nicht. Der Schönberg, den Sie meinen, der ist ja leider schon seit mehr als 30 Jahren tot. Wie Sie meinen, Herr Doktor, es könnte ja ein Anverwandter sein. Bitte. Ach, ist ja nur ein Glück, dass die Hilla nicht da ist. Was heißt, so ein Glück ist das auch nicht. Da kann man jetzt den Kaffee selber machen. Na ja, also was soll ich tun? Deswegen kauft man sich in der Konditorei ein, damit man dann selber. So. Ach ja, noch hier wenigstens die Sockel anständig sauber gemacht, oder? Aber wie kocht man einen Kaffee? Hallo, hallo. Oh, servus, Ernst, du bekommst ausgezeichnet, gerade mir zu Pass. No. Du, weißt du, wie man einen Kaffee kocht? Natürlich, man nimmt Kaffee und Wasser, Zucker und nicht. Frag mich noch einmal. Warum soll ich noch einmal fragen? Ja, komm, frag mich noch einmal, wie macht man Kaffee? Wie macht man Kaffee? Ja, ich habe richtig gehört, du bist heiser. Na ja, ein bisschen heiser bist du. Weißt du, jahrelang nicht. Und heuer hat es mich erwischt, nicht wirklich merkwürdige Wetter. Na gut, das ist kein Kaffee. Ja, ich bin auch am Wege dahin. Gut. Also, noch einmal. Zucker, Wasser, Kaffee, Milch. Ist nicht die richtige Reihenfolge jetzt. Aber einfacher ist natürlich, wir trinken einen Korn. Ja, na gut, würde ich schon, wenn du drauf bestehst, mache ich dir einen Kaffee. Ja. Bist du allein? Ja, natürlich. Gott sei Dank. Bitte, wieso Gott sei Dank? Ich finde das nicht so schön. Ja. Meine Frühjahr, da waren am Samstagnachmittag bei uns deine drei Kinder und Freunde von den Freunden und Verehrer von unseren Damen, nicht wahr? Ja. Das war noch schön. Ja, ja, ich habe das gar nicht so schön gefunden. Nein, es waren schließlich auch Verehrer von meiner Frau dabei. Na und, du hast es nötig, dich darüber zu beschweren. Bitte schön, lassen wir das, ja. Also, gehen wir's an. Ja. Kaffee? Geschirr? Geschirr, bitte sagen wir mal Geschirr. Geschirr könnte da sein. Ist aber nicht, ne? Das sind wir teuer. Oh, da ist es. Also, da ist ja alles. Also, pass auf, da haben wir schon Geschirr. Ja. Bitte sehr, Geschirr. Noch ein Geschirr. Ja. Wieder ein Geschirr. Sag mal, so viele Tassen brauchen wir ja gar nicht. Jetzt haben wir schon drei Untertassen. Ja, ist gut. Ja. Vielleicht brauchen wir Salz. Nein, Salz brauchen wir nicht. Salz brauchen wir nicht. Also, du bist ein weiches Ei. Nein. Wunderbar. Nein, nur den Kaffee. Zucker. Bitte, da ist eine Zuckerdose. Na, herrlich. Ja. So. Prima. No, ja, du, aber siehst du irgendwo eine Kaffeemaschine? Ich bitte, die muss doch eine Kaffeemaschine da sein. Hm? Ja, was weiß ich. Ich meine, jetzt wohne ich hier schon so lange, ich weiß nicht, wie die Sockel oder wie die Hilla das macht. Aber eine Kaffeemaschine wäre natürlich gut. Ja. Du, oder macht die Sockel, vielleicht tut die noch reiben, so mit einer Mühle. Ja, so wie die Großmutter. Aber nein, in welcher Zeit leben wir denn? Ne? Ja, jetzt fällt mir was ein. Ja, was die Milch müsste hier im Eisschrank sein. Na bitte, was habe ich gesagt? Ein Pablo, also Milch haben wir schon. Jetzt braucht man nur noch einen Kaffee. Ja. Du Moment, da steht sowas. Ja. Vielleicht ist das ein Kaffee. Das Brandl. Das mal schauen, was da drin ist. Vorsicht. Ja, Vorsicht, Vorsicht. Nein, das ist Kakao. Das ist, hast du das richtig bis hierher? Das ist Kaffee. Ah, ist doch Kaffee. Ja, du hast Schnupfen. Ja, gut, du ja, bitte, na, aber das ist wunderbar. Ja, und das, jetzt weiß ich auch etwas. Ja? Schau, eine Kaffeemaschine. Fabelhaft. Du ziehst das weg mit einer solchen Eleganz wie ein Magier. Magic France. Ja, Magic. Bravo. Also jetzt fällt uns nur noch der Kaffee und der Zucker. Na, wieso den Kaffee? Der Kaffee haben wir ja schon. Ja. Nein, aber was anderes. No? Kannst du mit so einer Maschine umgehen? Ja, selbstverständlich ist doch überhaupt kein Problem. Kein Problem. Aber nein, wir haben eine im Geschäft. Haben wir. Ich bin nur neugierig, wie wir diese Milchpackung aufkriegen. Die Milchpackung, das ist ganz einfach. Die muss man, glaube ich, quetschen. Genau. Oder wenn man sie nicht quetscht, muss man sie schneiden. Ja. Du wirst mir dann eine Schere geben. Oder so. Ja, ich werde eine Schere geben. Musst du eine Schere suchen? Pass auf, ich werde mich daran gleich bekümmern. Ich werde die Gebrauchsanweisung studieren. Aber jetzt muss ich erst einmal den Kaffee kochen. Weil das dauert eine Weile, bis der durchsickert. Ich glaube, du solltest zuerst einmal dich bekümmern und dann die Milch aufmachen. Das haben wir gleich. Sei doch geduldig ein bisschen. Ja, bitte schön, bin ich geduldig. Du hast gesagt, ich soll den Kaffee machen. Also,
jetzt geschieht das. Gebrauchsanweisung steht aber keine drauf, wie man das macht. Ich werde mich gleich darum bekümmern. Ich bitte dich, mach mich jetzt nicht nervös. Ich habe mit diesem Apparat noch nicht gearbeitet. Ja, gut, das ist ein Bordschutz, bin ich allein. So, da muss man einschalten. Das sagt doch nicht Bordschutz, bin ich. Du hast nicht einmal gewusst, zuerst, wo diese Maschine steht. So, ist ja alles wunderbar. Jetzt decke ich dazu. Ja, so jetzt geht's mal hier. Also. Nein, es ist wirklich kein Gebrauch. Aber da. Rot, das ist immer eine Alarmfarbe, ist rot, verstehst du? Das heißt, Achtung, das ist ein Strich. Pfeile sind das, siehst du? Pfeile, das sind Pfeile, ja. Das heißt, man muss in dieser Richtung, muss man schneide. Nein, so geht es nicht. Ja. Halt, es rührt sich was. Ja, es rührt sich was. Das ist es, das war's. Ist es. Na gut, das macht nichts. So, aber der Kaffee rinnt und die Milch ist offen. Also kriegen wir vielleicht jetzt noch? Naja, jetzt möchte ich gerne wissen, wie viele Pflegeheime oder so, Club der einsamen Herzen und so weiter, glaubst du, gibt es in Wien und Umgebung? Ich habe keine Ahnung, aber ich bin überzeugt, auf jeden Fall zu wenig. Nein, auf jeden Fall zu viel. Denn die Hilla, ich meine, warum muss die Hilla immer ausgerechnet am Samstag dort auftreten? Ja, weil am Samstag alle frei haben. Nein, Moment, das kannst du mir nicht einreden. Ich meine, gut, Pensionisten, die frei herumschwirren, die haben was zu tun. Ja. Aber die im Pflegeheim und so, die könnte die Hilla doch auch am Dienstag oder am Donnerstag beglücken. Bald ist es soweit. Naja, das glaube ich nicht. Die Hilla hat mir gesagt, sie ist noch auf Wochen hinaus am Wochenende ausgebucht. Aber nein, ich meine, bald ist es soweit mit dem Kaffee. Ach so? Mein Gott, Mama, wenn es nur mehr solche Frauen gäbe. Wo hast du kaum mehr Zeit für sie und für uns, deine Familienmitglieder, überhaupt nicht mehr. Was treibst du denn da wieder? Was ich treibe? Ich treibe gar nichts. Der Janek treibt mich. Weil seit ich ihm erklärt habe, dass er Belege sammeln muss, tut er mir für jeden kleinen Kaffee, den er irgendwo ausgegeben hat, macht er mir eine Aufstellung hier. Er hat Angst vor dir. Du, glaubst du, hast du übrigens diesen Aushang gelesen, den er im Fenster hat? Nein, habe ich nicht gelesen. Aber ich habe nur gehört, er hat die Elfi gebeten, sie soll ihm einen Entwurf für ein Werbeplakat machen. Aber die Elfi ist in letzter Zeit nicht sehr umgänglich. Ich bin auch nicht sehr umgänglich in letzter Zeit. Nicht wahr? Ja. Sollte was sagen. Jetzt tut er mir auch noch jedes Glas Wasser. Schreibt er mal auf, was er zum Kaffee dazu gibt. Ist ja zu blöd. Wahrscheinlich, damit er sich verantwortet, wenn dann die Wasserrechnung sehr hoch ist. Ja, das Wasser ist da. Ja. Es ist ja auch immer mehr drin. Ach so, was ist drin? Ja, Schadstoffe. Ja. Aber vielleicht will er diesen unglaublichen Verbrauch von Wasser von der Steuer absetzen. Aber egal, wie immer, er soll sich doch so einen Taschenrechner anschaffen. Auch ein exzellenter Konditor und Zuckerbäcker muss lernen, auf die richtigen Knöpfe zu gehen. Nein, dazu hat der Janek keine Zeit und die Sokol auch nicht. Warum nicht? Wir müssen die ganze Zeit backen und servieren müssen, nicht wahr? Du, weißt du, dieser Aushang, was da drauf gestanden ist, da steht also drauf, Kaffeetrinker, hört zu, kommt zu uns, bei uns bekommt ihr nicht nur K, sondern auch KKKK. Das klingt monarchistisch, ja? Das hat mit Kakanien nichts zu tun, gell? Das hat nichts damit zu tun. Das heißt, bei uns bekommt ihr nicht nur Kaffee, du dort brodelst schon so. Ja, lass es brodeln, das ist ja gut. Bekommt ihr nicht nur Kaffee, sondern auch köstliche kleine Konditoreikrapfen. Köstliche kleine Konditoreikrapfen? Ja, na was war die Folge? Sind schon Leute hineingekommen und haben gesagt, wir möchten kleine Konditoreikrapfen. Wo er ja gemeint hat, kleine Konditoreikrapfen. Ich verstehe. Ja. Zusammengesetzt ist auch. Manche wollen dann wiederum, was weiß ich, Krapfen mit mehr Marmelade drin und so. Das war übrigens eine Werbeidee vom Heinz. Ja, ohne Werbung geht's ja nicht. Na ja. Werbung muss sein. Ja, Werbung muss sein. Aber ich meine, aber es muss doch nicht jede Werbung ist gut. Zum Beispiel finde ich falsch die Werbung, wenn sie immer werben mit billig. Ja? Billig. Ja, natürlich. Doch ein Kaufanreiz. Ne? Nein, es ist ein Kaufanreiz. Aber in Wirklichkeit beweist das doch nur, dass man es noch billiger haben könnte, wenn der sein Geld nicht schon ausgeben würde für die Werbung. Ja, aber du musst den Umsatz bedenken. Ja, du, aber jetzt langsam muss doch der Kaffee schon so weit sein. Na gut, dann probieren wir es einmal. Moment. So. Achtung, so. Ja, bitte. Heiße. So. Gut. So, na ja, fein. Bitte, probieren wir es. Ja. Und wo hast du die Milch? Die Milch. Siehst du, ich hab da getratscht. Ja, umrühren tue ich mit dem Finger, ist ja egal. Nein, du kriegst auch. Siehst du, du hast schlecht aufgedeckt. Darf ich dich bedienen? Ja, bitte. Hell? So? Ja, es geht wunderbar schon. Also, warte, du bist der Löffel. Das habe ich entdeckt. Bitte schön. Ja, da gib haben wir einen Löffel, so, bitte. Jetzt rühre ich einmal um. Ja, Zucker haben wir hier. Na, Zucker brauche ich gar nicht. Ich will mal den Kaffee so in seiner Qualität genießen. Na bitte, also, genieße. Was ist? Ist er so heiß? Ah, nicht so heiß. So schlecht. Er ist ja scheußlich.
Also dein Kaffee ist wirklich scheißlich. Mein Kaffee ist? Ja. Ich werde was sagen. Mein Kaffee ist dein Kaffee. Ja, ja. Er ist mit deinem Wasser in deiner Maschine aufgebrüht worden. Er ist mit deinem Zucker gesüßt. Er ist mit deiner Milch verdünnt. Du, jetzt werde ich was sagen, Ernstl. Ja? Jetzt langt's mir. Jetzt werde ich ganz einfach einmal. Ich gehe zum Hans Hollmann hinunter und werde ihn bitten, ob er für uns zwei nicht wenigstens also eine kleine Jausen hätte. Du, Vorschlag, ruf doch erst den Janek an. Den Janek? Ja. Den Janek brauche ich gar nicht anrufen. Beim Janek ist ein derartiges Gedränge, der hat für solche Sachen keine Zeit. Aber bitte, ja, 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 er hat keine Zeit, nicht wahr? Aber ich soll mir da seine ganzen... Aber du, jetzt ist es mal zu blöd. Na, sag mal, was machst du denn da? Ja, bist du wahnsinnig geworden? Wie haben wir es denn? Was machst du denn da für einen Saustall? Wer mich nicht weiter herum. Herr Doktor! Die Frau Elfi Lafitte wäre da. Sie möchte mit Ihnen sprechen. Ja, nur selbstverständlich. Gerne. Küss ja, die Hand, liebe Frau. Entschuldigen Sie, dass ich Sie so überfalle, aber ich wollte Sie... Aber ich merke, Sie haben wahrscheinlich Besuch. Ich störe Sie. Sie können mich nie und auf gar keinen Fall stören. Danke. Ich gehöre ja zu Ihren größten Verehrern. Marianne, bitte legen Sie noch ein Gedeck auf. Mache ich, bitte. Danke. Darf ich Sie bitten, ein bisschen weiterzukommen? Ich möchte Ihnen was zeigen. Ja? Bitte sehr. Da gleich am Klavier, damit Sie sehen, dass ich Sie wirklich aufrichtig bewundere. Hier ein echter Lafitte. Sie haben die Mölkerpastei. Ja, das ich habe die Mölkerpastei. Und ich nehme an, Ihre Ausstellung war ein großer Erfolg. Ja, außer Ihnen habe ich noch zwei barbezahlende Bewunderer gefunden. 37 Bilder haben Kunsthändler in Kommission genommen. Ja. Also immerhin, nicht? Ja. Aber ich habe schon profitiert. Na, das ist doch was sehr Schönes. Nein, leider nicht. Ich bin nämlich drauf gekommen, dass ich viel zu viel male und zeichne. Also bitte, man kann nie zu viel malen, es kann nie zu viel gezeichnet werden und es kann nie zu viel musiziert werden. Herr Doktor, weil Sie gerade vom Musizieren reden, der Herr Schönberg ist gekommen. Ein schicker Herr. Ja, na also, rein mit ihm. Ja. 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 Servus. Servus. Oh, bitte haltet einen Begrüßungsjubel noch etwas zurück zur ersten Dame. Bitte sehr. Die erste Dame, ich bin etwas verwirrt, weil dass ich zwei Blumenstrauße hätte mitbringen sollen, daran habe ich wirklich nicht gedacht. Ich bin doch nur die Hausdame hier. Und ich bin nur die zufällig vorbeikommende Frau des Sohnes eines Freundes vom Herrn Doktor. Aha, das macht meine Verwirrung allerdings nicht geringer. Aber selbst wenn der Hans wesentlich solider geworden sein sollte, als ich ihn in Erinnerung habe, bin ich doch froh, dass ich im letzten Moment daran gedacht habe, Blumen mitzubringen. Bitte sehr. Bitte sehr. Schönberg. Schönberg. Oh, bitte sehr. Schönberg heiße ich. Ich bin ein alter Freund und Kollege vom Hans und ich schicke gleich voraus, ich bin mit dem Arnold Schönberg weder verwandt noch identisch. Ja, und was solide betrifft, in der Beziehung war ich immer schon ein Waserl gegen den Champi. Ja, ja. Also ich freue mich auch riesig, Sie kennenzulernen, aber ich glaube, ich werde das Wiedersehen der beiden Freunde jetzt nicht stören. Ich werde gehen. Ja, und ich gehe auch, es hat nämlich schon wieder geklingelt. Frau Elf, ich würde Sie sehr bitten zu bleiben. Denn wenn Ihr Problem das ist, was ich fürchte, dass es ist, dann, der Champi ist ein Experte in solchen Sachen. Der ist schon dreimal geschieden. Ach so. Ah ja? Dafür schauen Sie aber sehr gut aus. Oh, danke für. Oder vielleicht soll ich lieber sagen, deswegen. Also dann bleibe ich natürlich gern, denn da kann ich was lernen. Bitte, dann wollen wir nicht Platz machen. Dankeschön. Ja, komm, Champi. Ja, dankeschön. Aber bitte entschuldigen Sie, dass ich Sie das so frage, aber woher kommt denn dieser ungewöhnliche Name Champi? Ja, ich muss Ihnen ehrlich sein, das weiß ich selbst eigentlich auch nicht mehr. Weißt du das noch, Hans? Ich glaube, also schon bitte, in der Schule. Neuerdings wird gemunkelt, dass dieser Name eine Mixtur ist aus Champagner, aus Charmeur und aus Champion. Wobei und für wen Champion, das weiß ich allerdings nicht. Ach, das weißt du nicht mehr. Mhm. Aber vielleicht weißt du auch, dass ich im Fecht und im Boxen, ha? Excuse me, Herr Doktor. Es ist schon wieder eine nicht avisierte Dame gekommen, bitte. Und da, Frau Elfi, da habe ich eine Vase für Ihre Blumen. Darf ich Sie Ihnen abnehmen? Also bitte, Marianne, wenn das Ihre Frau Schwiegermutter sein soll. Also wirklich, Gott behüte, nein. Es ist eine Dame für Sie. Bitte sehr. Ich habe mir gedacht, ich schaue schnell einmal vorbei. Das ist aber schön, Christian. Darf ich zuerst die Damen bekannt machen? Das ist Frau Dr. Weller, das ist Frau Lafitte. Ich bin die Frau vom Lafitte Junior. Vom Ernstl, stimmt's? Ja, ja, ja. Wie geht's ihm denn? Ja, ganz gut, glaube ich. Sie sind sicher die Psychologin aus dem Schwarzwald, stimmt's?
Ich habe schon sehr viel von Ihnen gehört. Ich freue mich, dass ich Sie kennenlerne. Und ich von Ihnen auch. Und nur Gutes. Ah ja? Mhm. Von wem? Ja, unter anderem auch von Ihrem Mann. Ja. Ich habe ihn das letzte Mal, wie ich hier war, kennengelernt. Ganz ja, ja, kurz. Hat er von Ihnen erzählt. Er hat Sie sehr sympathisch gefunden. Ja. Ich bin sehr dankbar, wenn du mich auch vorstellen würdest. Bitte. Oder vielmehr, das kann ich ja selber machen. Schönberg. Und ich bin mit dem Arnold Schönberg weder verwandt noch identisch. Ja? Aha. Woher wissen Sie das? Ich bin Psychologin. Ach, also, ohne Psychologin zu sein, nehme ich an, dass ich noch ein Gedeck bringen darf und Tee, wenn ich mich richtig erinnere. Richtig, ne? Alles richtig. Sie hätten Hellseherin werden sollen. Ich bin Hellseherin, Herr Doktor. Darum sehe ich auch im Moment alles rabenschwarz. Bitte, bitte doch Platz zu nehmen. Bitte. Und darf ich vielleicht irgendetwas bringen? Etwas Alkoholisches für irgendjemanden? Oh, nein, 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 nein. Ich sage dir, jetzt geht's gar nicht, schon bald nicht mehr. Ja, also gut, bitte, ich bin auch müde, aber schließlich und endlich, ich bin ein alter Herr. Aber du bist doch ein halbes Kind. Ich meine, du bist doch wirklich also, ein Nachwuchs. Ja, also wieso was? Du schon so mit bist, kann ich nicht verstehen. Schließlich und endlich, also mehr Fitness könntest du schon an den Tag legen. Du bist gelungen, wirklich wahr. Du bist gelungen. Du sitzt da, streichst hin und wieder ein Papierblatt und fühlst dich überfordert. Und mir wirfst du mangelnde Fitness vor. Du, ich bin überfordert, weil ich nun wirklich mich mit der ganzen Konditorei und mit der Buchhaltung mir zu viel aufgebürdet habe. Eine Computerfirma können wir uns nicht leisten, nicht wahr? Aber bitte, mir wird das Geschäft langsam zu viel. Ja, mein Lieber, ich habe auch ein Geschäft am Hals. Ja, und außerdem ein Privatleben. Ja, also bitte lassen wir das mit dem Privatleben. Und einen Computer kann ich mir leider auch nicht leisten. Ja, Ernstl, für Privatleben gibt es ja vor der Hand keine Computer. Bitte schön, vielleicht werden Sie das eines Tages auch noch erfinden. Du, weißt du, was du bist? Nein, nein, da halt dich zurück, nicht was, sag es mir nicht. Ich meine, sonst hast du noch mehr Troubles, wie hat man das, Zores genannt. Ich meine, genügen dir die Troubles, die Zores mit der Elfi nicht? Ja, von wem habe ich denn das, diesen Hang zum schwachen Geschlecht, zu den schönen Damen? Ja, von dir. Von mir, natürlich. Und von wem habe ich diesen Hang? Von meinem Vater. Und von wem hat's mein Vater? Von seinem Vater. Und so kannst du das 10.000 Generationen weitermachen, bis zum Adam gekommen bist. Ja. Nein, du, jetzt habe ich aber wirklich genug. Also geh, ruf doch den Hollmann an. Sag ihm bitte auf Revanche, ich lasse ihn sehr herzlich bitten, ob wir nicht hinunterkommen könnten auf ein Jausen. Denn hier bei uns wird es heute nicht mehr gemütlich werden. Wieso? Bei mir nicht, weil die Hilla ja lesen muss. Ja. Und bei dir auch nicht, weil die Elfi muss ja auch lesen. Nämlich dir, die Leviten. Jetzt habe ich dir doch, was du bist. Weißt du, was du bist? Nein. Ein alter Grandscherm bist du. Moment, ich bin noch nicht fertig. Und ich bin ein etwas jüngerer alter Depp. Aha, ja. Woher kommt dir diese Erkenntnis? Die sitzt mir schon die ganze Zeit im Hinterkopf. Sag mal, wär's denn nicht viel rationeller gewesen, wenn wir einen Besen genommen hätten? Einen guten, alten Besen? Na ja, bitte, ich habe zuerst an einen Staubsauger gedacht. Aha. Aber bei Staubsauger, ob es sehr angenehm ist, die Sachen aus dem Staubsock dann rausgrätseln, nicht wahr? Aber Besen gibt's doch halt gar nicht mehr. Wieso gibt's keinen Besen? Aber weil man sich nicht mehr hält an die alten, weisen Sprichwörter. Die da lauten? Die da lauten, alte Besen kehren gut. Entschuldige, das heißt doch neue Besen kehren gut. Ernsthaft, so hat es einmal geheißen. Also? Aber ich habe dieses Sprichwort umfunktioniert. Ja. Ich habe es umtransponiert. Ich verstehe. Du, wenn du schon da hinübergehst, jetzt bring auch zwei Cognacs mit. Ja, aber den Cognac trinken wir doch unten beim Botsch. Wir gehen doch gleich zu ihm. Na, gleich nicht. Zuerst müssen wir hier schon noch ein bisschen aufräumen. Ja. Wenn die Hilla dieses da sieht, nicht wahr, trifft sie doch der Schlag. Also, bitte. Sie glauben gar nicht, wie gerne ich in ein Seniorenheim übersiedeln würde, in dem Sie Psychologin sind. Sind Sie denn noch aktiv? Entschuldigen Sie die Frage. Nein, ich bin ebenso Diplomat IR wie der Hans, aber ich darf leider nicht. Bitte, als was? Ich werde immer noch gebraucht, ja, als Repräsentationsfigur. Ja, heuer ist es besonders schlimm. Es geht uns so schlecht, dass wir auch nach dem Fasching immer weiter feiern müssen. Bälle, Konferenzen, Empfänge in den diversen Botschaften. Sie werden ja immer mehr, nicht wahr? Und da trifft man natürlich meistens Diplomaten. Und in letzter Zeit
besonders viele weibliche, erfreulicherweise, denn die bringen ihre Damen nicht mit, während die Damen der Exzellenzen, die... Nicht zurückzuhalten sind. Ja, ja. Besonders wenn irgendwo Fernsehkameras auftauchen. Und wie ist das mit diesen Damen? Die müssen sie unterhalten und mit ihnen tanzen, oder wie? Ja, oder wie, ja, ja. Oder so. Ja, oder auch so, ja. Ich gelte ihm immer noch bei aller Bescheidenheit als ein ganz guter Plauderer und als ein besonders guter Zuhörer. Ja. Ja, beim Tanzen erfährt man ja auch wahrscheinlich so manches, nicht? Ja, natürlich. Ehrlich ganz vertraulich gesagt. Natürlich, ja, ja. Tanzen Sie noch gern? Ja, ist auch ganz ehrlich, nicht mehr ganz so gern, aber immer noch ganz gut. Ja, ja, immer noch gut. Aber die wichtigste Frage ist in diesem Fall, wo werde ich in den Tanzpausen oder beim Essen sitzen? Zwischen wem? Und da kann ich jetzt schon sagen, dass ich Sehnsucht haben werde nach meinen beiden Vis-à-vis. Aha, also jetzt weiß ich, warum Sie Champi heißen. Ja. Und wie ist das? Wissen Sie auch, in welchen Sprachen Sie, also wissen Sie das im Vorhinein? Nein, das muss ich erst herausstellen. Die Damen bevorzugen in letzter Zeit meistens Französisch. Wahrscheinlich, weil ihre Männer alle Englisch sprechen. Und die sprechen wieder Englisch, damit sie besser auf die Amerikaner und die Europäer schimpfen können. Bitte um Entschuldigung. Ja, bitte. Aber natürlich könnt ihr das haben. Warum denn nicht? Nein, nur jederzeit, wann immer ihr kommen wollt. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Das wird vielleicht noch ein sehr hübscher Abend werden. Ja, Marianne, denn es sind schon einige sehr nette Freunde bei mir. Also, auf bald. Wiederschauen. Also, wenn das der Urs war, ich bin nicht zu sprechen. Nein, ich muss Sie leider enttäuschen, das war nicht der Urs. Marianne, wir brauchen noch zwei Gedecke, ja? Und es wird Kaffee gewünscht. Aha, Knäckebrot hat's aber keins mehr. Nein, das spielt keine Rolle. Brotsorte ist egal, nur was Gutes soll drauf sein, ja? Ihr Mann und der Sektionschef kommen herunter. Nein, und jetzt habe ich mich bei Ihnen so sicher gefühlt. Also jetzt muss ich mir wieder was einfallen lassen. Na? Da sind die Cognacs. Sag mal, was ist das mit dem Kaffeefleck da? Wo müssen denn noch nicht weggewischt? Weil ich nur zwei Hände habe. Ja, dazu braucht man doch nicht zwei Hände. Das kann man mit einer Hand. Komm, gib mir den Fetzen. Bitte schön. Also sag mal, das ist ja ein Handtuch. Und? Ja, dazu braucht man doch hier ein Geschirrtuch. Da weißt du, wo bei euch die Geschirrtücher versteckt Nein, sind? Nein, ich weiß nicht, wo bei uns die Geschirrtücher versteckt sind. Ich weiß überhaupt nicht, ob mein Zuhause noch lange ein Zuhause sein wird. Ach, ist es schon so weit? Ja, ja. Das heißt, ich fürchte ja, hoffe nein. Na ja, das wird sehr viel von dir abhängen. Wieso von mir? Also gut, red mal von was anderem. Also. Prost, lieber Sohn. Prost, lieber Papa. Du, das wird der Guido sein. Mhm. Der kommt zwar immer sehr spät, aber er bleibt dann wenigstens lang. Na komm, den nehmen wir dann auch gleich mit runter zu Hause. Grüß Gott, meine Lieben! Ach. Grüß Gott, servus Franz! Ich freue mich sehr, dich zu sehen nach so langer Zeit. Schaust glänzend aus, sehr gut durchblutet, ne? Ja. Ernstlich, servus, grüß dich, Kurt. Na, prima, geht's. Was ist denn los? Ein bisschen her, ein bisschen ernst, ne? Problemos intimos? Nix, niente? Na, macht da nichts draus, geht alles vorüber. Ein Moment, Kinder. Ja. Frau Sokol! Frau Sokol, schönen heißen Kaffee und etwas Süßes, bitte, ja? Frau Sokol ist unten in der Konditorei. Ja. Was Süßes gibt's auch nicht, der Papa isst keine Mehlspeisen. Na, Moment, seit wann? Seit es ihm die Mama verboten hat, zumindest hier heroben. Okay, also ernst, du bist der Witzbold, lieber Neffe. Lass mir das. Es riecht doch für mich nach Kaffee, riecht das doch wie ein Jagdhund. Ja. Da schau her, Cognac-Gläser. Kinder, ich nehme auch einen Cognac, wenn es sein muss. Oder eine Tüte Bier, wenn ihr habt. Nach Kaffee riecht es hier, weil ich einen Kaffee ausgeschüttet habe, einen besonders scheußlichen, wenn der Ernst. Ich hätte mir ja selber einen Kaffee gekocht. Sein Kompagnon hat mir ein wunderschönes Kaffeebuch geben wollen, aber er hat mir's ja nicht vergönnt. Dafür hat er mich jetzt verwöhnt mit einem wirklich exzellent scheußlichen Kaffee.
Ich glaube, du meinst der Cognac ist exzellent, Scheißl. Das ist nämlich sehr gut. Aber mein Kaffee auch. Ich mach dich aufmerksam, mein Kaffee ist erstklassig. Ich habe ihn selber getrunken. Dass diese Cognac-Schwenker hier stehen, was dich so verwundert, hängt damit zusammen, dass wir den Cognac noch nicht ausgetrunken haben. Sag mal, was ist denn mit euch los? Wollt ihr mich necken? Ihr wollt mich necken. Ein Moment. Hila! Ja, du, Moment, mach doch keine Mühe. Die Hila ist auch nicht da. Wieso, die Hila ist nicht da? Nein, die ist im Altersheim. Was, ich hab meine Schwester in ein Altersheim geschickt? Aber nein, die liest dort nur vor. Also, aha, da weiß ich keine Ruhe von euch. Die Kinder, ihr seid eine Verwandtschaft. Euer leiblichen Bruder, euer Fleisch und Blut behandelt ihr so. Es ist kein Kaffee da, es ist kein Cognac. Hinsetzen wird man sich da Was ist denn da? Wieso ist denn das alles so nass hier? Ja, das kann ich dir erklären, was? Nicht wahr? Weil der Ernstl nicht ordentlich aufgewischt hat. Weil er nämlich gesagt hat, mit einem Handtuch kann er nicht aufwischen. Weißt du vielleicht, wo bei uns die Geschirrtücher sind? Ja. Das weiß ich nicht, meine Lieben. Aber ich weiß eine Anstalt, wo ihr beide hingehört. Du, jetzt pass mal auf. Wir waren gerade im Begriff zu gehen und du haltst uns hier auf. Also sag's doch einmal, sag's. Dann wollt ihr mich necken, nicht wahr? Keine Spur, ne? Ja. Also geh, Ernstl. Geh jetzt, nicht wahr? Und wenn du uns Cognac dann auch für den Kurt bringst. Ja, bitte einen schönen Cognac, aber nicht knapp eingeschenkt. Nein, bitte. Jede Menge. Und bei der Gelegenheit ruf dann auch an, du weißt ja schon wo, und frag, ob man den auch mitbringen soll. Ja, ich werde mich erkunden. Ich glaub's nicht. Da redst du denn mit deinem leiblichen Bruder in Nachgärtner? So, Bruder, du bist nur mein Schwager. Na ja, na gut, das sind die Details, die du da machst. Ja, also Franzi, was ist jetzt? Ne? Was geschieht? Ja, was geschieht, das kann ich dir genau sagen. Ja. Wir gehen jetzt hinunter zum Hollmann und nehmen dort eine Jause ein. Ja. Es ist allerdings fraglich, ob es dem Hollmann so sympathisch sein wird wie uns, dass du auch mitkommst. Okay, was jetzt wirklich zum Hollmann? Ja. Da schließe ich mich vielleicht gleich an. Weißt du, ich habe mit ihm eine wichtige Immobiliensache zu besprechen. Ja, da bin ich nicht sicher, ob er diese wichtige Sache mit dir besprechen will. Lieber Franzi, das ist totale Aggression. Okay, tu da nichts an. Totale Aggression. Da kann ich doch wirklich nur lachen. Warum soll denn das totale Aggression sein? Ja, aber natürlich könnt ihr ihn mitbringen, selbstverständlich. Und wenn er seine Frau bei sich hat? Ach so? Schon? Na ja, dann jedenfalls einen schönen Gruß, ne? Also, auf Wiederschauen. Ja, also die beiden Lafitz bringen ihren Schwager respektive ihren Onkel Kurt mit. Marianne, das ist ein sehr humorvoller Mensch. Wir sehen aber auch, mit dem wirst du dich sehr gut verstehen. Bitte, Herr Doktor? Ja, Marianne, wir brauchen noch zwei Gedecke und es wird Kaffee gewünscht. Aha, wir werden aber langsam ein bisschen knapp. Ja. Darf ich fragen, wer noch kommt? Der Herr Kurt. Jesus Gott, also bitte, wenn es denn sein muss. Also ich habe den Kurt sehr gern. Er hat wenigstens Humor, aber noch einen sehr seltsamen. Nein, aber bitte, die geballte männliche Familie, nein. Ich will mich ganz bestimmt nicht aufdrängen und ich habe leider auch nicht sehr viel Zeit. Aber wollen Sie mir erlauben, ein paar Minuten mit Ihnen allein zu sprechen? Ja, aber gern. Ja? Dass ich einmal bei einer Psychologin Rat suchen werde, das habe ich mir eigentlich nicht gedacht. Exzellenz, würden Sie uns erlauben, uns beide ein paar Minuten in Ihr Musikzimmer zurückzuziehen? Aber gern. Ja? Das heißt natürlich ungern, aber bitte schön. Bitte, meine Damen. Dürfen Sie uns das Ja, selbstverständlich. Oder soll ich noch was rüberbringen? Nein, danke. Dankeschön. Danke. So, bitte. Ich mach schon, danke. Die Damen sind ja zauberhaft, da muss ich dir ehrlich sagen, ein paar Minuten mit dir allein sind mir auch nicht ganz unwillkommen. Ja. Wir haben uns ja jahrelang nicht gesehen. Naja, ich verkehre eben nicht mehr in unseren ehemaligen Kreisen. Ne? Ja, leider, mein Lieber. Ja, leider. Und wenn ich das gerade richtig mitgekriegt habe, du willst dich jetzt endgültig absetzen in den Schwarzwald? Naja, solange die Marianne für mich sorgt, nicht. Aber wenn sie einmal, was ich ja sehr wünschen würde, in die Schweiz übersiedelt. Mhm. Na, und die Frau Dr. Weller, ist denn nicht auch ein Grund für deinen Drang nach dem Westen? Die ist doch sympathisch. Ja, die ist mir sehr sympathisch. So. Aber ihr Mann ist mir ebenso sympathisch. Ach, der Mann hat sie auch. Ja, und das ist der Chef von diesem Seniorenwohnsitz dort. Und der ist ein ausgezeichneter Schachspieler. Ja, wenn du das in deinem Glück brauchst, dann. Ja. Bitte, das sind die drei Gedecke und die Brötli. Ich hoffe, sie sind nicht zu ärmlich geraten in der Schnelligkeit. Sie sind eine echte Schweizerin, gell?
also, dass ein Diplomat mehrere Sprachen sprechen muss, das ist mir schon bekannt. Aber Schweizerdeutsch? Na, bitte prüfen Sie mich nicht gleich. Nein, ich wollte auch mit diesem albernen Gelze nur meine Sympathie für Ihre Heimat zum Ausdruck bringen. Ich war ein paar Jahre in unserer Botschaft in Bern und habe dort auch meine dritte und vorläufig letzte Frau geheiratet. Aha, eine glückliche Ehe, das interessiert mich aber sehr. Ja, sehr, sehr glücklich. Allerdings nicht auf Dauer. Ich bin nämlich leider zu spät draufgekommen, dass es viel gescheiter gewesen wäre, wenn ich meine Schwiegermutter geheiratet hätte. Jetzt nach der Scheidung sind sie beide böse auf mich. Also, wenn die Herren entschuldigen, möchte ich mich jetzt zurückziehen. Ich kann nämlich das Wort Schwiegermutter nicht mehr hören. Ich hoffe, dass unsere Gäste bald kommen. Die Brötli bleiben zwar lange, aber nicht ewig frisch. Ja, und da darf ich noch etwas abräumen. Ja, ich bitte sogar darum, die Damen werden bestimmt nichts dagegen haben. Nein, ich weiß wirklich nicht, warum ich den Hollmann nicht fragen soll, ob er wirklich seine Wohnung überlässt. Ne? Wenn da in meiner Ehe wirklich die Krise noch stärker werden sollte, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie es bei mir in der Ehe zugeht. Ich sage euch, ein Schlacht. Ich wollte schon am Montag sowieso mit Ringel reden. Ich konnte doch nicht ahnen, dass die Hilde so humorlos ist. Humorlos? Das ist humorlos. Okay. Du hast ja doch was angefangen mit einer Stewardess der kenianischen Airlines. Ja, sie ist sicher eine reizvolle Person. Und wie? Eine reizende, eine farbige, sehr nette Person. Sie heißt Miss Sunilata Opodele. Sie wohnt in Nairobi, in Lokamba Street 72A, hinten im Hof links zweimal leiten. Ja. Schau, es heißt doch, man soll wirklich Kontakte pflegen, besonders zur dritten Welt. Da hat doch der Kardinal gesagt, zuhören. Den anderen, und ich habe eben zugehört bei der Opodele. Es ist doch wunderbar, wenn eine Kontaktperson reizvoll ist. Schön und gut. Aber warum hast du denn gleich einladen müssen nach einem Städten, damit sie sieht, wie feudal du wohnst, im Haus deiner Frau. Bitte schön, ich wollte mich selbst verwirklichen. Ja, da kann ich mir vorstellen, dass du jetzt plötzlich neugierig wärst, dir die Wohnung vom Hollmann unter den Nagel zu reißen. Denn die Hilde wird dich hochkantig mitsamt einer schwarzen Perle hinausschmeißen. Und das mit Recht. Ja. Du bist doch erst seit ein paar Wochen verheiratet. Franzi, das ist Moment, Aggression. Das ist doch ganz wurscht, du kannst doch jetzt nicht glauben, wenn man länger verheiratet bei mir ist. Ist das ganz was anderes. Ja, bei dir ist das ganz etwas anderes. Na, ich würde dir auch raten, schau dich doch rechtzeitig um eine Wohnung um, für den Fall der Fälle. Ja, ich bitte. Kann dir passieren. Ich weiß natürlich, dass überall, wo es Missstände aufgedeckt werden, heißt, woanders ist es auch nicht besser. Und die Statistiken, die behaupten doch tatsächlich, dass durchschnittlich 50% der verheirateten Männer und 30% der verheirateten Frauen fremdgehen. Überall in dieser zivilisierten Welt. Die Zahlen betreffen aber doch nur die, die es zugeben. Ja. Aber eins sieht man auf alle Fälle daraus, das kann man erkennen, dass wir Frauen eigentlich noch immer die Benachteiligten sind. Ja, und dann gibt es noch eine Statistik, die diese Benachteiligung noch unterstreicht. Eifersuchtsmorde werden öfters von Männern begangen und Selbstmorde aus unglücklicher Liebe öfters von Frauen. Sie verpassen mir direkt eine Schocktherapie. Ich will damit nur auf etwas hinweisen, dass ich noch in keiner Statistik gelesen habe, wie viele Scheidungen gut ausgehen und wie viele schlecht. Wie haben Sie denn da keine beruflichen Erfahrungen? Naja, alle beruflichen Erfahrungen der Psychologen in Sachen Ehetrennungen, die sind längst definiert. Es kommt selten etwas Besseres nach. Das müssten Sie meinem Mann sagen. Ja, das würde ich ihm gerne sagen, aber leider muss ich heute Abend noch zurückfahren. Oh ja, das war aber dann ein sehr kurzer Wien-Besuch. Ja, ich bin nur gekommen, um eine Tante mitzunehmen, ihr Gesundheitszustand. Der hat sich etwas verschlechtert und da musste ich sie holen kommen. Nein, ich weiß ja alles von ihr, ich weiß auch alles von ihrer Tante. Ja. Man tratscht ja sehr viel über sie herum, im Haus, in der Familie. An diesen Tratschereien, da ist selten etwas dran. Aber wissen Sie, vielleicht ist das im Fall Ihres Mannes auch so? Ich habe nämlich seine, also, wenn man so sagt, seine Freundin, habe ich nämlich kennengelernt. Das ist eine ganz bezaubernde Person. Ich würde es ihm auch gönnen, aber ihr nicht ihn. Oh, das klingt ja immerhin ermutigend. Sagen Sie, Ihr Hauptproblem, das sind die Kinder, nicht? Ja, Gott. Meine erwachsene Tochter, meine Älteste, die lebt völlig abgenabelt in Amerika, die würde eine Scheidung nicht sehr aufregen. Und mein erwachsener Sohn, der Tommy, der wäre schon ein bisschen unglücklich, obwohl sein eigenes Liebesleben auch leicht chaotisch ist. Da bleiben also dann noch die beiden Jüngsten. Ja, die Petra ist in einem Alter, wo sie uns braucht. Und der Oliver, nein, der ist so klein,
Der kann das noch nicht so begreifen. Ach, wissen Sie, so einfach es geworden ist heutzutage mit Entscheidungen, so ist wahrscheinlich der Fortschritt sehr oft ein Schritt zum letzten Schritt. Stimmt. Bitte um Entschuldigung, meine Damen, aber die Herren werden gleich hier sein. Wollen Sie nicht auch herüberkommen zu uns? Bitte dürfen wir vielleicht nur noch ein paar Minuten. Aber und bitte sagen Sie nicht, dass ich da bin. Gut, wie die Damen befehlen. Sie sind nicht so weit gekommen. Ja. Sie sind alle ganz schön illuminiert. Moment, Moment, du Hansi, entschuldige Gott. Aber wirklich, deine Marianne, die ist aber jetzt schon ein bisschen übermütig. Die ist illuminiert. Wir haben zwei, drei Gläser und Cognac. Dafür wird sie gleich den Kaffee bringen, gell? Und du darfst dir nicht böse sein. Sie ist ein bisschen irritiert, sie steht vor der Scheidung. Ach so, die auch? Ja, was sehen denn da meine Augen? Schönberg! Servus, erinnerst du dich noch, wie wir uns kennengelernt haben? Du bist damals als Kulturattaché der Deutschen Botschaft zu mir ins Unterrichtsministerium gekommen, warst auch ein bisschen illuminiert. Ja, ich weiß sogar, dass wir uns sehr schnell geeinigt haben und hinterher beim Heurigen nicht nur Bruderschaft, sondern auch noch einiges mehr getrunken haben. Deine zauberhafte junge Frau, ich meine, ich weiß, man soll vorsichtshalber nach so langer Zeit sowas nicht fragen, aber ist sie noch... Ja, sie ist immer noch zauberhaft. Ich weiß das, ich bin nämlich ihr Sohn. Ich bin der böse Bruder. Also, nachdem die Herren sich auf recht originelle Weise bereits bekannt gemacht haben, wollen wir uns jetzt bitte zuzugreifen. Ja, bitte. Ich bin, wie bereits festgestellt wurde, eine Hellseherin. Darum habe ich den Kaffee extra stark gemacht. Ja. Wollen Sie vielleicht das Einschenken übernehmen, Herr Hevera? Aber natürlich nur, wenn Ihre Hände nicht zu sehr zittern. Ich verstehe zwar nicht, wie meine Hände zittern, so nach drei kleinen Cognac. Bitte schön, darf ich Ihnen? Nein, danke, ich denke Tee. Ja. Sie sind ja noch immer Diplomat. Ich habe Ihren Wagen gesehen. CD-Schild, eine Arbeitgebernummer. Wie soll man Sie eigentlich ansprechen? Eher Exzellenz oder sind Sie schon in Pension? In Halbpension gewissermaßen. Du kannst das also nicht lassen. Wieso? Was kann ich nicht lassen? Du hast dich zwar seit zig Jahren nicht gesehen, aber immerhin habe ich viel von dir gehört. Du hast keinen großen Botschafterposten ausgelassen und du bist immer noch der beste Matrose der deutschen Diplomatie. Was, Matrose sind Sie auch? Ja, er hat in jedem Hafen eine weinende Braut. Ja, wunderbar, da sind Sie ja wirklich mein Mann, ein Mann mit Beziehungen. Wissen Sie, ich habe großartige wirtschaftliche Projekte. Ja, also beneidenswert, viele weinen. Breite. Manche haben nur zwei und die weinen nicht. Die sind nur giftig. Fang nicht an mit deinen eigenen Problemen hier. Das ist wirklich nicht der Gipfel. Entschuldige, was heißt, ich fange an mit meinen eigenen Problemen? Aber Sie kommen nicht dazu, so etwas zu sagen. Was muss Exzellenz von mir denken? Nein, ich habe überhaupt keine Probleme. Ich habe schon viel gemacht. Aber immer so. Nein. Wird die Passion aufgehen? Ich bin fest davon überzeugt. Auch Ihr Problem. Das wird sich lösen lassen. Ja, sicher. Ja, ganz aber sicher. Aber ich spüre schon, Sie haben es eilig. Leider. Und die Herren sind auch ziemlich unruhig da drüben. Ich glaube, die gehen hinüber. Nein, und für mich im 85er Jahr ist mir tatsächlich etwas passiert. Ich muss noch einen Cognac haben, darf ich? Ja, aber doch, selbstverständlich, bedienen Sie es. Darf ich mich bei dem Projekt anschließen? Also du wirst doch auch nicht jünger, Schampi. Also leg los, erzähl. Also ich war in Rom im Sommer und nachdem es sehr heiß war, dachte ich mir, geh wieder mal in die Katakomben hinunter, in die vatikanischen Grotten und nach St. Clemente und da unten in diesen dunklen, engen, geheimnisvollen Gängen des Mithras-Heiligtums bin ich ganz zufällig an eine Dame gestoßen. Oh, da sind ja unsere Damen. Ja. Ich muss leider gleich weg, wirklich. Die Frau Lafitte wird Ihnen sagen, warum. Würden Sie so lieb sein und mir ein Taxi rufen, bitte? Ja, natürlich. Ich habe einen CD-Wagen unten, der bringt Sie, wohin Sie wollen. Sie müssen nur dem Fahrer sagen, das ist... Das nehme ich dankend an. Wenigstens hinunterbringen darf sich. Lieber Doktor, ich hoffe, dass Sie zumindest den heurigen Sommer bei uns verbringen werden. Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen. Also schön gleich wieder da. Schön, leg los. Also was geht's? Es ist gar nicht so wichtig, weil ja nicht wirklich was draus geworden ist. Ja, danke. Aber es war eine Wienerin. Ja. Daniela hat sie geheißen. Dani! Ja, reg dich nur nicht auf. Ernst, es gibt hunderte Danis. Ja. Also, es war weiter nichts. Wir haben zusammen zu Mittag gegessen und sie hat mir ihre Telefonnummer gegeben für den Fall, dass jemand nach Wien
kommen sollte. Ich habe heute angerufen. Fehlanzeige. Unter der Nummer ist weder eine Daniela noch eine Dani. Ich muss dringend telefonieren. Ich bitte mich zu entschuldigen. Ja, ich werde dir beistehen, Ernst. Entschuldigen Sie bitte. Ich wäre auch einmal hinunterschauen. Es hat mich sehr gefreut, ja, Schanti. Ja. Hoffentlich haben wir wieder einmal Gelegenheit. Nein, also heute nicht mehr, denn morgen steuere ich schon den nächsten Hafen. Also, servus. Darf ich mich verabschieden? Wieso hat die Leporte da hinten her? Ja, Herr Bord, Schwächer. Ja. Wiedersehen. Alles Gute. Toi, toi, toi.